electronic, eclectic, affective. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Recht herzlich willkommen zur Gala des Österreichischen Staatspreises für Multimedia und E-Business 2008. Handel entstand vor 140.000 Jahren. Ganz schön lange her. Heute gibt es elektronischen Handel und virtuelle Marktplätze. Elektronischer Service, 24-Stunden-Service, 7-Tage-Service, weltweites Service, innovatives Service. Was ist der Multimedia- und E-Business-Staatspreis? Da fragen Sie an Journalisten. Es ist eigentlich wirklich schwierig, Sie haben ja recht. Also, Staatspreis ist klar, ja? Der Staat gibt der Preise, was ja auch nicht stimmt ganz. Aber das haben österreichische Staatspreise an sich, dass sie meistens von Organisationen vergeben werden im Namen des Staates. Hier auch der Fall. Multimedia, alle Medien zusammen auf einen Haufen ergeben Multimedia. Und E-Business hat was mit Kohle zu tun, oder? Österreich will sich ja auch damit als IKT-Standort festigen und auch zeigen, welche tollen Projekte wir haben. Man sieht ja auch, dass einige Projekte weit über unsere Landesgrenzen hinaus jetzt schon reichen. Wie ist das, wenn ich eine Idee habe für ein Projekt? Bis zur Umsetzung, verbringt man da jetzt Tage im Keller vorm Computer? Tüftelt sich den Kopf weg oder wie kann man sich das vorstellen? Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Wieso? Ich bin Auftraggeber, also ich suche mir die richtigen Leute, die das umsetzen, die dann im Keller sitzen. Also doch. Und denen ich dann immer wieder in den Arsch treten muss, sozusagen, damit die Sachen rechtzeitig fertig werden. Also meistens ist es so, dass du irgendwann mal einen Einfall hast. Dann suchst du jemanden zu überzeugen, der auch das Geld dafür hat, weil das hast du ja selber nicht. Und dann ist es ein kreatives Spiel der Kräfte. Und das ist jetzt einmal ganz kurz ernst gemeint. Das heißt, es ist ein kreatives Arbeiten wie immer, nicht? Und überall. Und der eine arbeitet halt beim Blödeln besser und der andere halt vor dem Computer und der dritte von mir aus dem Klo. Nein, Ideen entstehen meist aus dem Brainstorming von vielen Menschen und unsere Mitarbeiter und unsere Partner, die an diesem Projekt beteiligt waren, haben in einem kreativen Prozess diese Idee geboren und aber dann auch sehr schnell in die Umsetzung gebracht. Das ist, glaube ich, auch wichtig, damit das keine Papiertiger bleiben, die dann in die Schubladen wandern. Es gibt 6 Kategorien, es gibt 2 Sonderkategorien, also auch junge Leute sind aufgerufen einzureichen. Es gibt einen Förderpreis, der junge Projekte auszeichnet. Es gibt einen Innovationspreis, der noch nicht fertige Projekte auszeichnet. Und es gibt jedes Jahr einen Sonderpreis. Der Staatspreisträger ist die duale Zustellung. Die duale Zustellung ist eine innovative Anwendung für die Bürgerkarte. Durch die Kombination von elektronischem Zustellserver und physischer Postzustellung wird versucht, allmählich die papierbasierte Kommunikation zwischen Behörde und Bürger zu ersetzen. Herzlichen Glückwunsch. Wie war die Entscheidung? Fällt einem sowas immer schwer? Also es hat sehr lange gedauert und es ist sehr viel diskutiert worden. Und vor allem auch deshalb, weil es sehr unterschiedliche Projekte zum Teil auch waren und je nach Juror halt verschiedene Sachen stärker oder schwächer bewertet waren. Und darum ist es auch nicht so, also ich würde sagen, nicht so ganz eindeutig in dem Sinn, dass also einer alles überstrahlt, sondern man hat sich halt auf einen Kompromiss geeinigt, aber es hat sehr lange gedauert. Handel entstand vor 140.000 Jahren. E-Business entstand in den 90er Jahren. Was wird sich auf diesem Sektor wohl in den nächsten 140.000 Jahren ereignen? Electronic, eclectic, affective. Sie waren heute für die musikalische Untermalung zuständig. War das eigens angefertigt für heute? Ja, ich habe die Eingangsmusik, die Welcome-Musik gemacht und auch die Ausgangsmusik.
Ich habe für die beiden großen Kategorien Multimedia und E-Business die Songs komponiert und Song 3 und 4 waren von meiner CD.